will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte, wie die anderen Welles-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen! Das Afterlife. Den Namen kennt man überall. Ehrlich? Nomadenclans sind hier an ein paar ihrer größten Jobs gekommen. Wundert mich nicht. Man kommt nirgendwo in Night City besser an Jobs. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! Das war mal eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Wer hätte das gedacht? Ja, oder? Ist aber ewig her, als die Leute noch richtig begraben wurden. Und wer seid ihr, Clowns? Wir sind Freunde von Dexter DeShawn. Er erwartet uns. Yo, Dex! Wir sind zwei, die meinen, du willst mit ihm reden. Ja? Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Und durch ein paar Drinks oder so. Schon dabei, Miro. Das ist es. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Wirst du schlagen? Stell's dir vor. Susan Forrest. Boa Boa. Hey. Vielleicht sogar morgen Black. Setz dich, bin gleich bei dir. Wir haben alle hier gesessen. Endlich sind wir hier. Hey, siehst du die alte Dame da? Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte, Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Bestell du. Zwei Oldschool-Tequilas mit dem Spritzer Cerveza und Chilischoten. Zwei Johnny Silverhands. Komm sofort. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meine hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Was muss ich tun, damit ein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Ach, was für eine schöne Tradition. Auf die Söldner Oberliga. Haha, darauf trinke ich gern. Wen kann ich hier noch trinken? Alles auf der Karte. Nur einer fehlt, oder? Morgan Blackhand. Stimmt. Morgan muss ich noch entscheiden, ob er tot ist oder nicht. Keiner weiß, was mit ihm passiert ist. Meinst du, er lebt noch? Ist Jahre her. Wieso nicht? Sieh dir Rogue an. Leute aus der Ära sind eine Spezies für sich. Ziemlich hoher Preis für einen Drink. Hey, jeder muss irgendwann sterben. Wieso nicht mit Stil? Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier, oh, und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Hab gehört, ihr seid Dex neuester Fund? Nur geschäftlich. Nichts Großes. Mr. DeShawner, was? Ist Dex Stammkunde? Kommt er oft her? Er war eine ganze Weile weg. Hat sich hier volle zwei Jahre nicht blicken lassen. Ein Kater geht eben seinen eigenen Weg. Ja. Tja,
Tja, wo immer er war, er kam ein paar Pfund leichter wieder. Vielleicht gab's dort doch keinen Pizzanotdienst. Woher weißt du das? Das gehört zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Tratschende Waschweiber, allesamt. Hals und Bein, Bro. Danke. Mann, Homie, bist riesig. Studio? Ja. Ah, ich auch, im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo? Ninjutsu? Ja. Meinst du, du könntest mich umhauen? Hier rein. Bist du pinche Tipo. Ja, genau. Excelsior. Kalte, harte Eddies, wie immer. Muss los. Na, wenn das nicht Mr. V ist. Die ganze Familie endlich vereint. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Alles klar. Macht's euch bequem. Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ein paar Wichser weniger in der Stadt. Das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Evelyn Parker, wie lief es? Hätte nicht besser laufen können. Sie mochte mich so sehr, dass sie mir ein Angebot gemacht hat. Ein Angebot? Aha. Die Art, bei der man den Mittelsmann übergeht und alles 50-50 teilt. Was? Den Mittelsmann übergehen? Scheiße, ich lach mich schlapp. Kunden, die lernen nie dazu. Ich weiß zu schätzen, dass du mir das sagst, Mr. V. Denn Vertrauen ist für jede langlebige und fruchtbare Partnerschaft essentiell. Ich dachte, du wärst deswegen angepisster. Ich lebe schon zu lange in NC, um wegen jedem Amateur zu heulen, der mich verarschen will. Parker ist nicht die erste und wird nicht die letzte sein. Anerkennung bringt keine Eddies. Und Evelyn hat uns welche angeboten. Wie hat schon recht, Dex. Keine Sorge, Leute. Dazu kommen wir noch. Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier. Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpeki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht er mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Wie kommen wir ins Penthouse? Yorinobu hat kaum Mietmuskel. Die Penthouse Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpekis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel Subnet überwacht.
Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen, in den nicht mal du kommst? Vertraut mir. T-Bag hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Sonst noch was? Verrat uns was zu unseren Identitäten. Wer sind wir? Hallo, Ramon Victorino. Und du bist Harry Conwell. Ramon? Was, wenn die fragen, was wir da zu suchen haben? Business. Konzernwaffendeal. Falls jemand fragt, ihr trefft euch dort mit Arasakas Verteidigungstypen, Haji Metaki. Sonst noch was? Das Auto ist ein Delamain? Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nada mal. Deshaun arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Wer will schon neugierige Fahrer, wenn man stilecht mit einer sauberen KI von A nach B kommt? Wie der jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen rankommt, ist mir ein Rätsel. Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her. Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Der da wäre? Das No-Tell Motel. Ruhiger Ort, keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Sonst noch was? Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Jetzt zum Beispiel. Neue Leute kriegen bei mir 30%. Aber in eurem Fall kann ich eine Ausnahme machen. Ich gebe euch saftige 40 als Bonus für deine Ehrlichkeit, Vieh. Klingt schon besser, Dex. Gatsching, Baby! Eine Sache noch. Im Konpacki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussieht. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber... Wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in 1-2 Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Du und Dex, kennt ihr euch schon lange? Wieso? Naja, die Leute erzählen viel Blödsinn. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, kein Fakt. Marc Aurel, glaube ich. Wow, Dex und du am Philosophieren? Kein Wunder, dass ihr klarkommt. Der Plan. Was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in einer Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansichtskarte? Nimm's nicht persönlich. Aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Okay. Können wir dann gehen? Lass uns los. Warten bringt nichts. Ja, lieber reich werden. Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes. Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Scheiße, darauf kannst du einen lassen, Viejo. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Ach, egal. Ist Schnee von gestern. Fahr los, Del.
Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Danke. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior? Das wird ja immer besser. Excelsior? Excelsior ist ein für Premium-Kunden maßgeschneidertes Paket. Top-Qualität ist eben nicht gratis. Pass auf! Delamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Mhm. Okay. Glaub mir, der mit ne ganze Armee Saka-Ninjas nieder, wenn sein muss. Was beinhaltet Excelsior noch? Umfassende Gesundheitsfürsorge, inklusive eines etwaigen Leichentransports, falls der Tod im Fahrzeug eintritt. Wow, was für ein Downer. Ist dieser Gefechtsmodus legal? Natürlich, er fällt unter Artikel 2 der Verfassung. An Bord sind Sie berechtigt, meine außergewöhnlichen Fähigkeiten zu verwenden. Dex knausert nicht, hm? Und dank dir kriegen wir obendrauf noch saftige 40%. Gern geschehen. Mann, Excelsior. Genauso fährt man direkt in die Oberliga. Ist das wirklich dein Nonplusultra? Hä? Kriegt Dex dich wirklich so leicht? Mit Anzug und Limo? Ich weiß nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Wir fahren hier nicht zu einer Party, Jack. Wir ziehen hier einen fetten Job durch. Bei Arasaka. Im Ernst, wie? Wir nähern uns. Hältst du mich für so oberflächlich? Lass mich dir was erklären, wie. Ich habe mein ganzes Leben in der Gosse verbracht. Und ich habe nicht vor, dahin zurückzugehen. Hey, wie läuft's? Wir werden sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hör zu, ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpeki. Wie, ruf mal Jackie an. Als Sync-Test. Sicher ist sicher. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Bug. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles, du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir, wie? Ich will mehr von Aristoteles. Leckt mich. Alle beide. Ja. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Wir hören uns. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Por fin, endlich geht's los. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Okay, Harry. Gehen wir. Warte, ich hol den Flathead. Wir sind da, Buck. Die Reservierung ist auf deinen Namen. Ramon, du willst Haji Metan, Militärtech-Abteilung. Papiere sind für den Flathead. Keine Sorge, ich krieg das hin. Willkommen im Konpeki Plaza. Bitte treten Sie nacheinander durch. Alles klar, Ho, Sir. Moment, ich hab hier was. Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpeki Plaza bringen?
Ich glaube nicht, dass ich mich hier erklären muss. Niemandem gegenüber. Nun, wir haben aber Regeln, die das vorschreiben. Ah, Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Das dauert nur einen Moment, Sir. Bitte sehr. Yokoso. Herzlich willkommen im Konbeki Plaza. Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment, bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Victorino. Doppelzimmer, 2 Erwachsene, 1 Nacht, korrekt? So ist es. Perfekt. Ich werde Taki-san über Ihr Eintreffen informieren. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, Vi. Sag irgendwas. Das wird nicht nötig sein. Wir machen uns frisch und informieren ihn selbst. Aber Taki-san erwartet Sie doch, oder? Señorita, wissen Sie, wie lange wir schon unterwegs sind? 18 Stunden aus Neu-Barcelona. Mit Verspätung am Metaki, weil irgendein Cyberpsycho sich im Terminal in die Luft gejagt hat. Ach, ein Albtraum. Natürlich, ich verstehe. Sie haben die Lapis-Lazuli-Suite auf Ebene 42. Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip. Nach dir, Harry. Alles in Ordnung, danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Okay, gehen wir. Neu-Barcelona? Im Ernst? Improvisation. Versuch's auch mal. Was meinst du, Harry? Hm? Ziemlich nett hier, oder? Nicht wie dieses Messehotel in Zürich. Lass gut sein, Jack. Das reicht. Was denn? Ich nehme das halt ernst. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch aus. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komme ich irgendwann mal mit Misty her. Wir könnten einen Blick wagen. Scheiße. Mit dem Koffer sehe ich aus wie ein Scheißvertreter. Ich gehe hoch. Privatjet aus Seattle. Ziemlich schick. Ich weiß das zu schätzen. Muss einiges gekostet haben. Jeder, der in Night City was auf sich hält, wird auf jeden Fall. Ein Bosch, ein Mann, zwei Bosch. Und wenn ich sage, es werden Köpfe rollen, dann meine ich das genauso. Ich würde sagen, Sie haben genug für heute. Die anderen Gäste werden unruhig. Denn das betrifft alle hier. Alle werden eins reinkriegen. Was betrifft alle? Wie sieht ein Bote mit schlechten Nachrichten aus, hä? Was wiegt 100 Tonnen, ist über eine Meile lang und nuklear betrieben? Die Antwort liegt hier vor Anker. Hanako Arasaka macht einen kleinen Kurzurlaub. Na und? Na und? Das ist eine große Sache. Und wenn es alle kapiert haben, wird es zu spät sein. Ach, scheiße. Hey, jetzt schlafen. Abend. Abend. Was darf sein, Kleiner? Bist du immer so direkt? Habe ich mit der Muttermilch aufgesogen. 50% Protein? Die andere Hälfte bestes Chu-Tu. Was? Sie hatte sozusagen Wind und Staub in den Haaren. Gehörte zu den Aldecaldos, bevor die Bomben fielen. Ihre letzten Worte?
Wo du auch bist, was du auch tust, bleib dir treu, David. Also kam ich her und bin immer noch ich selbst. Coole Story, Kumpel. Nur leider ausgedacht. Jeder denkt sich Sachen aus. So wie du, Kleiner. Was darf sein? Vielleicht wenigstens ein Wasser? Zeig mir, was du hast. Sicher. Wird auch Zeit. Wir sind im Zimmer. Ziemlich schick. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Bart. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Dweller und den Server. Sí, me acuerdo. Mach den Flathead an und such den Schachtzugang. Oh, klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius? Aristoteles? Wer ist es diesmal? 100% Tiva. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner. Sieh dich um. Ist der Flathead bereit? Fast geschafft. Immer noch nicht. Wie schwer kann das sein? Jackpot. Gut. Jackie, wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Systeme laufen. Ladung bei 100%. Da, der Kleine steckt fest. Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. B, nimm Jackies Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Deckt die Überwachung das ganze Hotel ab? Auch die Schlafzimmer in den Suiten. Und die Gäste? Du wärst überrascht, was die Leute aufgeben, um sich sicher zu fühlen. Zum Glück ist Yorinobu eine Ausnahme. Penthouse ist No-Go. Null Hotel Security. Warum muss ich mich verlinken? Weil ich im Gegensatz zu dir kein geiles Chrom von Vic hab. Meins ist letzte Generation. Mach schon, Karnal, wir haben keine Zeit. Hier. Na dann. Verbinde mit Kamerafee. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Okay, hab klare Sicht. Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen. Auf zum nächsten Schacht. Arasaka übernimmt die Kosten für alle etwaigen Strafen. Es geht doch nicht ums Geld. Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da?
Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren über Watson. Meinen Bezirk. Eine Woche. Mehr können wir nicht versprechen. Wir versuchen es. Mehr kann ich nicht versprechen. Okay, Flight hat es drin. Patche dich zur nächsten Kamera. Wieso bist du so sicher, dass es für dich war? Weil drauf stand, an das nette Hausmädchen, das ihn findet. Und drin, Bug? Das Chaos. Problem. Was denn? Zimmerservice ist im Weg. Geld war ordentlich. Ich lenk sie ab. Wieso krieg ich immer was haben wir denn im benutzte Kondome? Okay, schon dabei. Da bitte die Gerechtigkeit. Wie wär's mit dem Fernseher? Ich sage, such weiter. Du weißt schon. Gut aussehen. Das Terrarium hat eine Steuertafel. Glaub, das wird der Kerl, der im Penthouse wohnt. Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Männer wie der sehr gut, ja. Single. Verlinkt den Flathead damit. Er mag in teuren Anzügen stecken, aber sein Schwanz steckt immer woanders. Na und? Bei dem Sacker sag ich nicht nein. Schätzchen, nimm dir lieber das Glas vor. Du machst überall Schlieren. Bug, es hat geklappt. Meine Güte. Das war noch hast du eine Ahnung, was diese Dinger kosten? Weiter jetzt. Keine Zeit für Schmeichelei. Kann sie öffnen. Sieht aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. Okay, bin dabei. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Flathead sollte ihn neutralisieren können. Guter Gedanke. Ich leg einen Demonoid auf die Verbindung. Du weißt, du musst den Flathead direkt mit seinem Stuhl verlinken, oder? Ich mach sowas nicht zum ersten Mal. Okay, geschickt. Er gehört dir. Zuerst muss der Flathead aber da rein. In den beiden Zimmern. Finden wir es raus. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Hab vielleicht einen Weg rein. Schick den Flatter darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera. Flatter mit dem Stuhl verlinken, wie? Flathead bleibt, oder? Er behält den Dweller im Auge.
Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Así es como se hace. Wie geht's dir? Gut. Bisschen schwindelig. Sonst nichts. Buck, sind wir noch im Zeitplan? Bist du da, Buck? Ja, bin hier. Okay, hört zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen, okay? Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur gerade dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was? Gründest eine scheiß Gang. Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Ganganführer. Wozu? Vielleicht wollte er aus dem System raus. Warum ist er dann wieder da? Schwer, das System zu verlassen, wenn's deine eigene Familie ist. Schwarzes Schaf bleibt ein Schaf, hä? So kann man's auch sagen. Kam auf allen Vieren zurückgekrochen. Erbärmlicher Pseudo-Rebell. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht, er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Penthouse Security ist deaktiviert. Perfekto. Und jetzt Vorhang auf. Hey, Buck. Warst du die ganze Zeit dabei? 3,5 Stunden. Also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Ja, ist mir rausgerutscht. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. Das läuft doch echt gut, oder? Oder? Wow, bist du immer so ein Optimist? Hey, jetzt verjag endlich die finstere Wolke über deinem Kopf. Ich sag's dir, ab hier wird's ein Kinderspiel. Dieses Schweigen. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Jetzt? Im Ernst? Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seku gemeinsam? Sand in der Muschi. Alter. Lebt sich gut als Erbe des Arasaka-Imperiums. Jedenfalls besser als der Sohn von Raoul Wells. Konzentration, der Safe. Na los, schnell. Wieso? Warum die Eile? Yorinobus Signal ist weg. Ist er unter die Magier gegangen? Er wird in dem Funkloch stecken. Hab ihn gleich wieder. Macht jetzt euren Scheißjob. Da, unterm Boden. Sucht nach einem Schalter. Nobu hat uns ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Nicht toll, aber wird schon reichen. Da kommt was raus. Komm her, Wien. Oh. Hey, guck mal, wie. Noch ein Leguan. Scheiße. Du hast recht. Ob das derselbe ist? Nein, auf keinen. Unsere hatte mehr Doppelkinn. Mehr Falte. Keine Zeit!
Was jetzt? Verlink dich und mach uns reich. Schon dabei. Jetzt du, Buck. Einen Moment. Wir haben Gesellschaft. Buck? Ich weiß nicht wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Das gefällt mir gar nicht. Wie lange noch die... Shit, Yorinobu kommt zum Penthouse. Scheiß auf ihn! Öffne den Safe! Hab's gleich. Fertig. Super. Überlass den mir, okay? Rending intakt? Neochip-Integrität. 100%. Schätze, das heißt ja. Gut, gehen wir. Yorinobu kommt gleich rein. In Deckung. Was? Wo? Versucht's mit der Säule. Was? Spinnst du? Nein. Rein da. Jetzt. Sind drin. Nur löst es das Problem nicht, T. Glaub mir, das weiß ich auch, Mann. Warte eine Sekunde, okay? Was heißt nicht? Ist das Adam Smasher? Bodyguard. Schlimmer. Night City-Legende. Heißkalter Bastard. Was machen wir jetzt? Wir warten. Sind Sie bereits hier? Sie nähern sich vom Landeplatz. Wovon reden die? Buck, wer kommt da? Oh nein. Nie im Leben. Das kann nicht sein. Saburo Arasaka? Der Kaiser. Noch eine Scheißlegende. Psst. Das Ding ist nicht schalldicht. Kubi wo tsukkomanai de kure tte itta daro. Oh, fuck. Psst. Hazushite kure. Arasaka-sama. まだボディチェックも終わっていません。私の息子だ。存じておりますお持ちしましょうか例の私がやる言ってくれ。Knapp. Zu knapp. Wenn der uns entdeckt hätte. Hat aber nicht. Kajate. Glaub's nicht. Saburo Arasaka. Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? Somosomo ore no koto o kini shita koto nanka nai daro. Anta no mondaiten wa soko da. Sekai wa jibun chushin ni maatteru to omotteru. Gouman da yo. Yorinobu. どうしてここへ? じきじきに俺に屈辱を味わわせ 立場を思い知らせるためか? 出る杭は打たれるとよく言うだろう 自分の言葉じゃ何も言えないのか? 貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか? 私たちの功績を野蛮人に渡せなど 私たちの未来を 俺たちの未来? 俺たち? なんかの間違いだろ? あんたは自分のことしか考えていない! そしてこの会社のことしか! いつかこのような日が来ることは分かっていた。 貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。 これまでお前の向こうには目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せない。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。
grüße ich Zioane! Santo bendito! Die ist weg! Fuck! Scheiß Oberliga! Jetzt glücklich, Jackie! Nicht runtersehen. Okay. Oh, das ist verdammt hoch. Scheiße! Ist das Trauma? Wenn's wegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Sie haben uns nicht gesehen. Sie geht die Blutgrüne Jungsche. Das war knapp. Der Relic. Madres. Oh, das ist nicht gut. Jackie, du blutest. Das hat Zeit. Sieh nach dem Relic. Druckabfall im Behälter. Biochip-Integrität bei 94%. Und sinkt weiter. Carajo. Parker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach. Wie? Compaqui ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kryokoffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei... Jackie? 86%. 86% und sinkt. Scheiße. Okay, hör mir zu.
Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Wovon zum Teufel redest du da? Der Relic darf nicht isoliert werden. Er braucht eine sichere Umgebung. Naja, irgendwer muss es tun. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jackie, ¿alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus, und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Wir sind gleich da. Halt dich bereit. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann. Wir müssen irgendwie die Lobby erreichen. Der einzige Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen. Oh, ahora sí. Gut. Jetzt lass uns verschwinden. Geht da vor? Klingt gar nicht gut. Was haben wir denn hier? Fang, Watto! Vorsicht! Draußen wird überall Security sein. Okay. Beschädigt aus. Dann sieh noch mal nach.
Thank you.
Dem anderen. Schmeißen deine Leiche. Worauf? Komisch. Leise, sonst entdecken die uns. Statusbericht. Sichern Stock für Stock. Bisher nichts. Hier auch. Fahrstuhl deaktivieren und weitersuchen. Fahrstuhl ist auch bewacht. Machen wir ihn kalt. Sicherheitsfreigabe. Thank you.
Was ist denn? Saburo Arasaka. 150 Jahre. Und heute, ausgerechnet heute, ist eine scheiß Komödie, oder? Findest du das hier lustig? Ja, schon. Deine Leber ist vielleicht hin. Frage der Zeit. Chill, wie. Wir überleben das. Erzähl das, Buck. Vielleicht wäre sie noch am Leben, wären wir nicht so übereifrig gewesen. Lass das nicht an mir aus. Kann's nicht ändern.
Drück drauf! Kommt zurück. Mit Delamain vergessen Sie nicht, dass ich gleich losfährt, Hagels gleich sorgen. Nicht schlecht. Kundenfeedback registriert. Wie sieht unser Auto aus? Tipptopp in Schuss. Allerdings werden wir verfolgt. So ein Dreck! Delamain! Aktiviert. Bitte bleiben Sie ruhig. Ruhig? Straßenblockade voraus. Eine feindliche Lufteinheit hat uns im Visier. Verlass das mir! Warum? Geben Sie nicht einfach auf! Weiß wie eine Wand. Hab doch gesagt, wir schaffen es. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells Zustand kritisch ist. Kritisch? Was zum Teufel soll das heißen? Mr. Wells äußere Bauchschlagader ist perforiert. Starke innere Blutungen. Ich schlage vor, dass Sie Mr. Wells wach halten. Es wird alles gut. Du siehst Misty, deine Ma, alle, die du liebst. Jackie, lass die Augen offen. Misty, sie wusste es. Die ganze Zeit. Der Biochip. Nimm du ihn für mich. Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielort. Gib mir eine Sekunde, okay? Mr. Wells Überreste, wohin soll ich sie bringen? Vic Vector wird sich um ihn kümmern. Seine Familie sollte ihn so nicht sehen. Natürlich. Verstanden. Mr. DeShawn erwartet Sie in Zimmer 204. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Und
Lass mich rein. Er wartet. WNS. N54, selbst die Piratensender. Deine Fresse ist überall. Und Jaxter? Ist er im Auto? Scheiße, was glaubst du wohl? Pass lieber auf, was du sagst. Auf dem Rücksitz. Verblutet. Tot. Tut mir leid, das zu hören. Und der Relic? Hab ihn nicht. Mal eine gute Nachricht. Gute Nachricht? Saburo Arasaka, tot. Hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Alle, die nur mit einem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Du hast uns doch in die Scheiße geritten! Was war das für eine Vorbereitung? Du wusstest nicht, dass Saburo Arasaka auftaucht? Ich bin nicht sein Scheißassistent! Außerdem hat dir keiner gesagt, du sollst den Mann umbringen! Das waren wir nicht! Ach ja? Erzähl das den Saka-Ninjas, die dir am Arsch kleben! Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Neuer Ort, neuer Name. Aber erst dein Gesicht. Alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Na los. Alles klar. Zu riskant, wie. Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Doch. Scheint, als wäre ich über das ruhige Leben. Ruhmreich draufgehen können andere. Okay? Mir ging's nie besser. So siehst du nicht aus. Du kannst nicht drauf. Hey, hey, cool bleiben.
Hey, heute Nacht verabschiede ich mich von euch allen. Vergeudet euer Leben, lauft uns hinterher wie Hündchen. Wer hat dir in den Kaffee gepisst? Wie viel willst du dafür? Wird klar, aber ich will's heute. Johnny, warte! Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück. Komm her, Mann. Scheiß auf die Band. Nicht deine Leute, nicht deine Szene. Mach dein eigenes Ding. Mistkerl. Ich werde dich echt vermissen. Bis im nächsten Leben, mein Freund. Du bist spät. Das ist meine Ob. Ich entscheide, wann wer zu spät ist. Steig ein, bevor ich meine Meinung ändere. Silverhand? Hey, Scheitern! Bring uns in die Luft! Hier, setz das auf und nimm es nicht ab, klar? Übernehme. Fahrstuhl scharf machen und den Rest der Schwerkraft überlassen. Die Explosion erschüttert das Fundament, Turm stürzt ein, Chaos, Geschrei, Abspann. Wir haben nur ein kleines Zeitfenster. Leg dich ein. Ist Gras grün, fliegen Vögel, fressen Katzen Mäuse, scheißen Ratten Flöhe. Der Mainframe ist kein Spielplatz, Murphy, mach schon.
Sende die Evakuierungsdurchsage auf allen Frequenzen, damit wir anfangen können. Meine Fresse. Wer hat denn dieses Manifest geschrieben? Die Antwort kannst du dir selbst denken. Johnny, jetzt bist du völlig abgedriftet. Und das sage gerade ich. Na los! Kein Kontakt, Feuer! Noch mehr! Es gibt nur einen, was setzt denn? Nach vorne! Oh. Bushido 2, wie ist die Bombe nochmal? Jetzt komm schon, wir müssen los! Der Demolitron. Bombe ist bereit. Saka, Elite im Anmarsch, los, weg! Schieß die Kabel durch! Schmeiß die Rotoren an, wir sind gleich da! Noch nicht fertig. Ich muss das hier noch in ihr Subnet speisen. Scheiße, ich wusste es. Es ging dir nie um Arasaka, oder? Sondern um dein Groupie-Output. Du würdest das nicht verstehen, Rogue. Mach das alleine. Du hast 4 verfickte Minuten, wenn du mitgenommen werden willst. Tür ist offen. Arasaka-Wichser im Anmarsch. Ich lieb dich, Spider. So wie der Rest der Welt. Fuck! Gleich am Zugangspunkt. Kabel rein. Netter Eisbrecher. Aus dem Ausland? Kennen wir denn jemanden, der das Subnet-Protokoll umschalten kann? Sehr komisch. Hilfst du uns oder nicht? Weben, spinnen, spinnen, weben. Zeit, ein paar Fliegen zu fangen. Danke, Murphy. Und jetzt noch ein wenig. Heiliger Cyberstrohsack, wir sind im Fernsehen. Und nun schalten wir zum Arasaka Tower, wo die Evakuierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist. Die Terroristen erklärten, ein Monument des Konzernkolonialismus stürzen zu wollen. Der Bürgermeister von Night City, Embole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde. Hoffentlich kann unser Korrespondent vor Ort am Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation werfen. Fertig. Und jetzt raus da. Sie kommen hoch. Sofort zum Dach. Schnell. Die Tür ist verriegelt, aber die hält nicht lange. Lauf, Johnny, so schnell du kannst. Smasher. Hab's doch gesagt, Johnny Boy. Eines Tages mach ich dich fertig.
Hi, Mother, ich stehe. Wakarimashita, mukaimasu. Versuchen wir es nochmal. Deine Komplizen, wer sind sie? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Willst du den guten Kopf da drüben nicht mal was sagen lassen? Nun sei nicht so. Welcher Terrororganisation gehörst du an? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Dein Boss scheint nicht so begeistert von eurer Leistung. Azuse. Jukusetsu hanashi o suru. Mann, was für ein Anblick. Mein Mann starb. In diesem Turm. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Nase, kono you na koto. Wieso hast du das getan? Um deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten.人は嘘をつき、自分自身を欺く。だが、者は違う。者は雄弁だが、彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉には慎ましさがある。始めろ。 Und du? Wer bist du?
schwerer, als er aussieht. Hör zu, Alter. Ich hab genau gemacht, was du wolltest. Also lass uns was aus. Arasaka-sama, お父上の殺害犯を見つけました. この男で間違いありません. はい. 1時間後には着くかと. Leise. Hörst du mich? Ich brauche deine Hilfe. Da oben. Halt die Augen offen! Fuck! Wir brauchen beide medizinische Versorgung. Gibt es einen Repertoire, den du verbrauchst? Zusammen. Wir müssen irgendwie dorthin. Ruf jemanden an, irgendwen. Warum? Warum lässt du mich nicht einfach hier? Ich halte dich nur auf. Ruf jetzt an.
Okay. Schon gut. Guten Tag. Meinen Scannern zufolge sind Sie außerhalb des Versorgungsgebiets. Komm, mich einfach holen. Ich muss zu Mestis Esoterico. Vor Victors. Sehr gut. Ein Wagen ist unterwegs. Er sollte in weniger als 20 Minuten eintreffen. Was fällt dir ein? Hey! Der Direct Link ist beschädigt. Bitte führen Sie das Kabel unterhalb des Ohrs ein, aber nicht zu tief. Zwischen seinen Lymphknoten unter dem Kopfwändermuskel sollten zusätzliche Neuralbuchsen sein. Wenn ich versehentlich eine Vene treffe, stirbt er. In der Tat, wenn Sie nichts tun, aber auch. Ich glaube, ich habe Buchsen. Stellen Sie nun eine Verbindung her. Schnell, bringen wir ihn rein. Ich schaffe es nicht! Muss mich setzen. Ist das dein Blut? Mesti! Blutdruck fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Ich schneid durchs Hinterhauptbein. Gibt keinen anderen Weg. Damit riskieren Sie... Ich weiß, was ich tue. Geht es ihm? Noch nicht so gut wie dir, aber es wird jeden Tag besser. Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Wie fühlst du dich? Fuck. Weiß nicht, Vic. Es dröhnt in meinen Ohren. Und ich sehe Dinge. Diese Halluzinationen, beschreib sie mir. Blendende Lichter. Es ist laut. Ich bin auf einer Bühne und kann kaum atmen. Ich bin voll von Hass. Dann lasse ich alles raus ins Mikrofon. Aber es bringt nichts. Ich fühle mich nicht besser. Und dann versprich mir nicht zu lachen. Platziere ich eine Bombe im Arasaka Tower. Da gibt es nichts zu lachen. Night City sah anders aus. Seltsam. Und ich hab's gehasst. Jeden Menschen. Jeden Zentimeter. Das war zu real. Selbst für einen Wachtraum. Du hast nicht geträumt, W. Das waren Erinnerungen. Auf diesem Splitter ist ein Persönlichkeitskonstrukt. Deine Träume waren seine Vergangenheit. Moment. Soll das heißen, da ist ein Terrorist in meinem Kopf?
In diesem Augenblick? Ganz genau. Johnny Silverhand. Hatte vor etwa 50 Jahren seinen Höhepunkt erreicht. Die AHQ-Katastrophe. Schon mal gehört? Das war er. Er starb wohl in den Trümmern. Ja. Aber jetzt gerade ist das nicht das Wichtigste. Was ist wichtiger als der Terrorist in meinem Kopf? Der Biochip ist wie eine Zeitbombe und sie tickt. Du hast nicht mehr lange zu leben. Maximal ein paar Wochen. Silverhands Konstrukt überschreibt dein Bewusstsein, übernimmt nach und nach deinen Körper, bis du irgendwann verschwindest. Wie, es ist wichtig, dass du das verstehst. Ich glaub kein Wort von dem Bullshit, den du da ausspuckst. Weißt du auch warum? Weil er keinen gottverdammten Sinn macht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert. Aber es muss eine logische Erklärung geben. Du bist der Beste der Besten, Vic. Warum kannst du mir nicht helfen? Willst du die lange oder die kurze Fassung? Lass nichts aus. Kein einziges Detail. Okay, auf dem Chip war... ist ein Konstrukt, eine Psyche, die von Johnny Silverhand. Du hast ihn in deinen Chipslot getan. Nichts passiert, richtig? Bis du tot warst. Eine Kugel in den Kopf von Dexter DeShawn. Aber wie soll man's von sowas zurück ins Leben schaffen? Kleines Kaliber, du hattest Glück. Dank einer weiteren von vielen Fehlentscheidungen von Mr. DeShawn. Die Nanobots des Chips begannen, den Schaden zu reparieren. Dann nahmen sie dich bei der Hand und lockten dich weg. Weg vom Licht. Menschen stehen nicht von den Toten auf, als sei nichts passiert. Früher nicht. Heute tun sie das, wenn sie geheime Konzerntech tragen, die dazu programmiert ist, sie wiederzubeleben. Was ist mit mir? Meiner Psyche? Ich komme zurück aus dem Jenseits und dann... soll ich so tun, als ob diese Veränderungen normal sind? Frag die Techniker von Arasaka. Aber deine Psyche wird ausgelöscht werden. Unter Schmerzen. Aus der Sicht des Biochips sind deine Gehirnzellen ein Tumor, der rausgeschnitten werden muss. Und dein Körper eine leere Hülle für das Konstrukt. Also will dieser Scheiß-Terrorist mich ausradieren und meinen Körper für sich haben? Nicht bewusst. Das passiert automatisch und ist unvermeidbar. Keiner von euch kann es aufhalten. Scheiße. Ich erinnere mich an diesen Werbespot. Wie ging der dumme Slogan noch? Irgendwas mit Seele. Sichere deine Seele. Genau. Damit soll man mit Konstrukten kommunizieren können. Ja, aber das hier scheint ein Prototyp zu sein. Irgendwie hat er es aus dem Arasaka-Labor geschafft. Und wenn wir den Chip rausnehmen? Oder deaktivieren? Beides außer Frage. Du würdest sterben, und zwar sofort. Vic, du hast mich schon so oft gerettet. Wenn du nichts für mich tun kannst, dann... was verflucht soll ich dann machen? Sag's mir! Bitte, Vic. Ich weiß es nicht, Kleiner. Misty? Verlangst zu viel von einem alten Mann wie Vic. Komm, V. Bringen wir dich nach Hause. Starb er. Ich dachte, ich würde sterben. Mit ihm zusammen.
im Schlaf. Der Schlaf ist wie ein Hauch des Todes, des Unvermeidlichen. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt wach bin. Ich meine, ich könnte schon tot sein, oder? Darauf solltest du dich nicht fixieren, Vee. Verdräng es. Hier, ich habe etwas Medizin für dich. Omega-Blocker. Wenn du sie regelmäßig nimmst, schreitet der Verfall weniger schnell voran. Sie sollte auch deinen Untermieter etwas ruhig stellen. Das Pseudoendotrizin ist von mir. Es beschleunigt den Prozess, setzt den Dämon also praktisch frei. Eine Pille, die diesen Hurensohn wachrüttelt, damit er mich gleich umbringen kann? Hör zu. Für eine Weile wird es dir gut gehen. Aber schon bald könnte dein Leben purer Schmerz sein. Ich gebe dir nur eine Wahl, mein Lieber. Das Gehirn lässt sich überlisten. Schmerztabletten sollten reichen. Deine Psyche wird sterben, wie? Du wirst dein eigenes Ich dahinschmelzen sehen. Irgendwann erkennst du dich selbst nicht mehr. Es wird beängstigend. Schmerzhaft. Aber das muss es nicht sein. Wozu brauche ich Pillen, verdammt? Warum blase ich mir nicht gleich das Gehirn mit einer Knarre raus? Weil du dann zwei Seelen töten würdest. Willst du das? Ich muss mich hinlegen. Hier, ich habe noch was für dich. Das hat Vic aus deinem Schädel gezogen. Ein Glücksbringer? Versprich mir, dass du ein bisschen schläfst, ja? Hast du nicht gehört? Mein Zustand ist unheilbar. Was soll mir das denn bringen? Sei nicht albern. Solange du lebst, gibt es Hoffnung. Lass dir von niemandem was anderes einreden. Glaubst du wirklich, dass ich das überleben kann? Natürlich. Schließlich bist du schon einmal gestorben und zurückgekommen, oder nicht? Hm. Misty, warte. Weißt du, Jackie? Ja? Er hat immer von dir gesprochen. Sehr oft. Wir hatten einen Streit, bevor er sich zu diesem Job aufgemacht hat. Er war nicht sauer auf dich. Ich hoffe, das weißt du. Ja. Ich wünschte nur, unsere letzten Momente zusammen wären anders gewesen. Aber jetzt brauchst du etwas Ruhe. Also schlaf. Bitte, schlaf. Verstanden? Und ich töte jeden, der mich aufhalten will, dich eingeschlossen. Ich brauche eine Kippe. Wo hast du deine? Auf einmal her. Wie können wir überhaupt reden? Woher soll ich das wissen? Was für ein ranziges Joy-Toy habe ich denn da gefickt? Oh, verpiss dich endlich!
arbeitest du? Mach's Maul auf! Fuck. Fuck. Dreckiger Chip. Ich reiß ihn selbst raus. Nein, warte! Oh. Kontrolle haben. Ah. Ich finde einen Weg. Oh. Hörst du? Immer wiedersehen, Arschloch! Aber nicht so! Steck dir eine Knarre ins Maul und drück ab! Na los! Hm. Ich spüre, wie unsere Seelen sich berühren. Ich bin wie Schimmel. Rost, zerfresse dich. Kann nichts dagegen tun. Hörst du mich? Ach, ich würde kotzen, wenn ich's könnte. Es ist nur eine Kopie des Engrams. Ich bin irgendwo da draußen, ganz sicher. Ich bring dich um! Mach! Worauf wartest du?
Takemura hier. Wir müssen reden. Komm zu Tom Steiner. Warum sollte ich mit dir reden? Weil ich dir das Leben gerettet habe. Ich bin immer noch nicht über alles hinweg, was die letzten Tage passiert ist. Das wirst du so schnell auch nicht. Na und? Wenn du überleben willst, musst du zurück in den Ring. Die nächste Runde läuft. Tom Steiner, ich warte.